Scarlett! Ich hoffe wirklich, dass du nicht tot bist. Wir wurden sicher nur getrennt. Versehentlich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie konnten wir dem Schicksal der anderen an Bord entkommen und sind nicht zu Monstern geworden. Dass du nicht stärker blutest. Es kommt mir vor, als wollte ich mit Zweigen einen Staudamm bauen. Bruno! Bist du da, mein französischer Freund? Wir sollten versuchen, zusammen zu bleiben. Das wäre für uns alle besser. Für alle übrig sind. Keine Ahnung, ob du dir eine Säbestattung gewünscht hast. Jetzt ist es ebenso. Das sieht mir wie eine Kiste aus. Der Zweck jeder Kiste, ganz gleich wie seltsam sie ist, liegt darin, dass man Sachen reintut. Keine Spur von Scarlett oder Bruno. Ich brauche einen Verbündeten in diesem Kampf. Jemand, auf den ich mich verlassen kann, wenn es gefährlicher wird. Wilder. Lady McKendrick? Doppelte Punkte. Wenn ich durch meine Arbeit was gelernt habe, dann dass niemand einfach so hilft. Du solltest mir für so einen gnädigen Tod dankbar sein. Meine Waffe ist fast leer. Normalerweise bin ich nicht so sorglos. So ein Blinder oder ein Tollpatsch trifft damit irgendwann was. Ich darf nicht vergessen, die Viper und den Drache am Spaß teilhaben zu lassen. Seelen hatten weniger Glück als andere. Einige von ihnen hatten zum Abendessen vielleicht den Lachs. Oh, möge mir dieses Elixier Macht verleihen. Und sonst nichts. Mit der Klinge geht es so schnell. Die fühlst du nicht mal durch dein stinkendes Fleisch dringen. Bonuspunkte. Das ist nur fair. Immerhin habe ich deine Wünsche erfüllt, oder nicht? Was machst du? Dachtest, dein Angriff schwächt mich? Ha, er hat mich nur gestärkt.
ist das Artefakt. Wollen wir es wieder haben? Oder ist es irgendwie beschädigt? Wenn das vorbei ist, nehme ich eine lange heiße Dusche. Da muss ich mich noch mehr anstrengen. Viel, viel mehr. Ich werde daran keine Freude haben. Abgestimmt.